Hallo ihr aberwitzigen Honigfreunde da draußen. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Bosskampf und mit der Folge. Hier mein Intro. Bist du bereit? Ja. Ich habe keine Ahnung, Ich hoffe, dass das funktioniert hat, ne? Das zieht Leben ab, Lukas. Aber Lukas, weißt du was? Ich habe vergessen, die Laterne aufzubauen. Spring in den Honig, dann kriegst du Lebenregeneration. Ein Sprühschiss macht aber echt Schaden, Alter. Hab ich mir auch gedacht. Fall gerade. Der macht wirklich Schaden. Alter, die laggt bei mir manchmal. Laggy. Schon, ne? Es liegt wahrscheinlich einfach nur an den Steam-Server. Stirb! Yay, ich hab alles Zeug abgehauen. Ah, okay. Hier, wenn du magst, das Bienenschwert. Wir können sie sogar nochmal herausfordern, wenn du magst. Ach ja, übrigens, in dem Void-Ding lager immer dein Geld ein. Lager immer dein Geld ein darin, weil das kann da nicht verloren gehen. Lukas. Ah, okay, das ist echt. Es ist auch per Spieler gesaved, ne? Das Spiel. Das Geld, ne? Okay, das Bienenschwert hebe ich mir mal auf, Mann. Dafür und ich grab mich jetzt hier runter, weißt du warum? Weil direkt unter uns nochmal ein Bienennest ist. Die war aber voll einfach zu besiegen, nicht so ungut. Dafür, dass eigentlich die Dschungel viel schwerer ist als der Dungeon, sterben die hier weniger wie im Dungeon. Meinst du echt, der Dschungel ist schwerer als der Dungeon? Der Dschungel sollte schwerer sein als der Dungeon. Normales Vorgehen in Terraria ist eigentlich erst Dungeon, da ist das, siehst du. Soll ich hier nochmal Blöcke ziehen oder meinst du, wir schaffen es auch ohne? Aber eigentlich war das vorhin echt praktisch. Ja, wegen ganzen Honig ziehe ich jetzt erst recht Blöcke, weil sonst ertrinken wir noch am Ende im Honig. Ich glaube, zwei Reihen reichen diesmal, oder? Ja. Weißt du, was ich gern hätte von der Biene? Was? Das Mount, dann könnte man fliegen. Stimmt, okay, kann ich? Was kannst du? Ist mir jetzt egal. Vorsicht, jetzt geht's rund. Wie, hoffentlich leckt sie diesmal nicht. Sie leckt. Hoffentlich leckt sie diesmal nicht. Was macht sie? Leggen. Sogar noch schlimmer als vorhin. Frühschusszeit. Ja, Junge. Alter, der macht so viel Schaden. Und das Beste ist, der bringt auch alle Bienen gleichzeitig um. Diese beschwört. Ich schieß gar nicht erst mit meiner Pistole. Ich mach einfach nur das hier. Und dann warte ich, bis ich wieder Mana hab. Wieso hab ich überhaupt diese Laterne überhaupt gebracht? Lukas. Spring mal in den Honig. Du bist nämlich vergiftet gewesen. Der bringt einfach alle Bienen auch gleichzeitig um, ne? Alter, leggende Bienenkönigin. So kann ich den Titel wenigstens schreiben. Falls die Aufnahme überhaupt funktioniert. Die macht mir aber mehr Schaden als die erste, ne? Die auch, oder? Ja. Komm her. Du Scheiß. Jetzt stirb, du Biene. Du groß geratene Hummel. Ich bin echt gespannt, was es hier noch für neue Rüstungen gibt, weil manchmal, ne? Ich fast tot, Junge. Dann spring in den Honig. Yes, Lukas, die hat was gedroppt, was für dich ist. Die Bienenpistole. Kennst du die Bienenpistole? Hier, schieß mit der mal. Die kannst du dauerhaft ausrüsten. Du bist ja der volle Magier. Also schieß ruhig mit der. Also wir kriegen so viel Geld, verdankt der.
wäre heftig. Wenn du Bock hast, können wir noch die anderen zwei Bienen machen. Sehr geil, Mann. Komm, wir machen jetzt einfach alle Bienen hier. Alter, die Bienenkönigin ist echt eine der leichtesten Bosse fast schon, würde ich behaupten. Selbst der Schleimkönig macht ein bisschen mehr Probleme am Anfang. Würde ich jetzt einfach mal so behaupten. Nein, ich habe Bomben platziert. Ich habe Bomben geworfen. Sie haben die Königin gerufen. Ach, nö. Schieß mit deiner Waffe, Lukas. Schieß einfach mit deiner Waffe. Ich werfe einfach nur die Bomben. Bienenbomben. Das hat sich ja voll gelohnt. Wir haben die jetzt schon zur Hälfte runter. Ich glaube, wir brauchen gar keinen Weg. Sie ist weg. Da kommt sie. Yes. Wir haben eine Trophäe. Und die Bienenwabe hätten wir sogar schon. Magst die Bienenwabe ausrüsten? Wenn du Schaden nimmst, beschwörst du Bienen und die hat eine Abwehr. Geil, ja. Dann hier. Honig und nochmal eine Trophäe. Und noch einmal können wir die Biene bekämpfen. Alter, wieso gibt's hier so viele Bienennester? Alter, wie viel Gold ich da drin jetzt hab, Lukas. Ich hab schon 28 Gold hier gelagert. Ach, ich habe auch noch ein Bienenschwert bekommen, ne? So kannst gerne das Bessere haben später. Diese Bienenwaffe ist geil, weißt du warum? Weil die Bienen verfolgen. Siehst du, du kannst Gegner selbst angreifen, die du noch gar nicht siehst. Wir müssen einfach nur da nach hinten, Lukas. Weil hier unten ist eine Schiene. Die musst du einfach jetzt fahren. Fahr auf die Schiene, du hast eh in Minecraft ein geiles. Einfach fahren, einfach schnell durchfahren. Ich sag schon Stopp. Stopp! Boah, wow. Du fährst ja gleich bis zum Ende. Hierher. Eh zum Enterhacken, dann kommst du frei. Hier oben ist die nächste Biene. Hey, ich hab'n Wormhole Potion, juhu! Oh, ich baller die ganze Zeit mit meiner Kanone. Aber die ist doch geil, oder? Die Bienenpistole für den Anfang, oder? Ja, die ist nicht schlecht. Wie viel Schaden macht die? Ich sammle übrigens grad Honig, ne? Also nicht wundern. Wie viel Honig soll ich mitnehmen? Ich ersaufe. In Honig. Das kann es auch nicht jeden erklären. Brauchen wir wieder ein hier brauchen wir eine Brücke. Hier brauchen wir eine Brücke. Wir haben halt jetzt den ganzen Honig weggekippt, ne? Ein bisschen was hier noch da, wenn wir uns da reinstellen. Dann heilen wir auch. Also, Honig ist wirklich einer der besten Heil-Items. Ich würde einfach mal sagen, ich mache hier zwei Wege, einen hier noch, oder? Ja. Wir haben ja die Raketenschuhe nicht umsonst. Und dann? Alter, als ob sie jetzt neben mir auftaucht. Honig! Power! Schieß einfach, Lukas. Die Bienen bleiben ein bisschen vorhanden. Also, du kannst einfach schießen. Bam! Stirb du! Ich bin vergiftet leider gerade. Bomben! Bienenbomben! Tötet eure Mutter! Tötet eure Mutter! Bienenbomben? Ja, Bienenbomben. Die beschwören lauter Bienen.
Es gibt auch noch einen Bienenbogen. Stirb! Ja. Du hast ja kaum Schaden. Als ob der Honig hier nicht wirkt. Ja, Lukas, der Honig wirkt dafür echt nicht, ne? Der kleine Bereich da unten. Stirb! Ich muss meinen Warner laden. Ich auch. Da, nimm's. Yes! Was gab's jetzt? Du hast auch was aufgesammelt, ne? Was hast du aufgesammelt? Boah, wenn... Knie der Biene. Was? Knie der Biene? Was hast du aufgesammelt? Gib mal. Das klingt komisch. Das ist ein Bogen, Alter. Ja, der ist saugeil. Mit dem kannst du normale Holzpfeile zu Bienen schießen. Und die Bienen verfolgen auch wieder. Der ist wirklich cool am Anfang. Erst recht gegen die Wall of Flesh, glaube ich, ist der richtig gut. Abgefüllter Honig, 12. Ja, ich habe auch abgefüllten Honig. Passt, was ich auf dem Kopf habe, oder magst du das haben? Ist cool, Alter. Ich behalte meine Panda-Ohren. Hier, kriegst mal den Kopfstück. Kopfstück? Ja, ich habe ein Kopfding bekommen von der Biene. Aber wir haben jetzt... Du hast übrigens Geld. Ich habe das gerade zugeworfen. Wir haben verübelst viel Geld bekommen, ne? Das bedeutet, wir könnten uns jetzt, wenn du willst, heimteleportieren, zur Zoologistin gehen und bei der wahrscheinlich was kaufen oder bei unserem anderen einer. Oder wir sparen beide zusammen. Ne, du hast ja einen Mini-Heide gekauft, oder? Hier ja, nicht, aber bei ne? dem anderen Kerl. Ja, gibt Sinn. Lukas, weißt du, wie viel Geld ich hab? Wie viel? Warte, ich sag's dir. Ich habe fast 50 Gold. Krass, Alter. Das bedeutet, wir können jetzt uns irgendwas kaufen. Also, wir, wenn du magst... Wo ist die Zoologistin? Hier drin. Du kannst dir ein Pferd kaufen. So ein Sattel. Ich guck mal nach, ob der hier auch wieder anderes Zeug verkauft hier. Nö, der verkauft hier wirklich nicht die Munition, ne? Die Munition verkauft er hier wirklich nicht. Lukas. Keine Ahnung warum. Okay. In unserer. Weil ich habe die Welt hier mal kopiert irgendwann mal, Leute. Und da verkauft dieser Typ hier aus irgendeinem Grund Munition für Leuchtpistolen. Ich will den Black Studded Zettel haben. Dann geht das? Wie viel Geld hast denn du? Du hast alles in deiner Void-Kiste. 17 Gold. Und in deiner Void-Bag? Nein, ich habe 17 Gold in der Void-Bag. Dann musst du dir erstmal raustun noch, ne? Und im Sparschwein hast du dann noch Geld. Muss ich mal gucken. Ach ja, der Hexendoktor ist schon angekommen bei uns. Weil wir die Biene besiegt haben. Ja. Bienenhut. Ich habe auch einen Bienenhut. Und zwar, Leute, es gibt nämlich eine Tränkungsstation, die habe ich früher nie benutzt. Und zwar, Lukas, die Tränkungsstation ermöglicht es, Trankflaschen auf Waffen herzustellen. Also für Waffen, nicht auf Waffen. Das heißt, du kannst dir eine Nahkampfwaffe machen mit Vergiftung. Wusstest du das? Aber leider sind wir beide keine Nahkämpfer, deswegen rendiert sich für uns nicht. Hast du so Bienenwachs bekommen, Lukas? Was? Bienenwachs? Ja, Bienenwachs. Das ist Material? Ja. Ja, habe ich. Magst du eine Bienenrüstung haben? Ist die gut? Kannst du mehr Minions beschwören? Und wenn ich dir einen Hornissenstab mache, kannst du 2 Hornissen beschwören. Boah, das wäre geil, Mann. Krieg ich all deine Bienenwachs? Aber hat keine Ahnung. Wenn ich so ein bisschen Gold von dir haben könnte. Gleich, Lukas. Ich stell dir kurz noch deine. Echt geil, Mann. Ich stell dir gerade deine Rüstung her. Wie viel Abwehr macht deine jetzige Rüstung? 18. Brustpanzer hat wie viel?
6. Dann ist sie ein bisschen schwächer als deine jetzige, ne? Ja, dann behalte ich die jetzige. Aber du kannst 2 Minions beschwören, hallo, die für dich kämpfen. Hier ein bisschen. Wie viel Gold brauchst du? Ich habe jetzt 14 und 26 kostet das. Also 12 Gold. Aber mit Zinsen. Was kann ich noch aus den Dschungelsporen machen? Irgendwas Geiles. Hast du noch Dschungelsporen? Die brauche ich aber selber. Aber ich will nur wissen, ob du welche hast an sich. Ja. Wie viel hast du denn? Wie beschwört man seinen Mount? Einfach ausrüsten hast du und dann R drücken. Alter, cool. Jetzt hast du ein Pferd. Ist viel langsamer als der Strauß, ne? Also das Flamingo, meine ich. Hey Lukas, es gibt noch eine neue Waffe. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst. Die Snaptron-Waffe. Die ist gut, wenn du die Bienenrüstung trägst. Damit kannst du nämlich deine Minions fokussieren lassen. Geil. Wie viel Dschungelsporn hast du denn? Weil für 12 könntest du denn die Grasklinge machen. Ja, die brauche ich. Eben, deswegen frage ich dich ja. Ich habe nämlich nur 3. Wo ist mein Voidbag? Ach ja, hier hast du noch ein besseres Bienenschwert. Das kann ich aus Honigblöcken bitte machen. Als ob es so viel Honigzutaten gibt. Als ob. Ich will die Grasklinge haben. Ja. Schön für dich. Ich hoffe, du hast genug. Wenn du, Lukas, du brauchst bloß noch so Dschungelsporn, dann könnte ich dir die machen. Ich muss nochmal in den Dschungel, Alter. Irgendwann auf jeden Fall, aber ich bin erstmal K.O., muss ich sagen. Ja, wir können ja morgen da nochmal. Würde ich jetzt auch mal behaupten. Morgen ist, glaube ich, eine klügere Idee. Aber wir haben eh schon richtig viel eigentlich hingekriegt, muss ich sagen. Lukas. Und das Beste ist immer noch der Void Bag. Und trägst du deine Bienenrüstung? Ich mag dich wenigstens einmal in Bienenrüstung sehen. Komm her. Komm mit aufs Dach. Habe ich dir auch den Hornissenstab eigentlich gegeben? Nee. Echt nicht? Ich glaube schon. Doch, ich habe den mitgemacht. Alter, diese Voidbags sind so geil. Das Geile ist einfach mal, wird auch automatisch alles drin gelagert, wenn dein Inventar voll ist. Das heißt, Leute, ich werde nächste Folge wahrscheinlich viel meinen gehen und oder viel angeln. Mal gucken. Ich glaube, ich werde viel angeln einfach nur bis zur nächsten Folge. Und das ganze Voidbag nur mit Kisten voll machen. Ah ja, Hornissenstab, da ist er. Obwohl ich ja die Horn bedingt, egal. Ich glaube, dass die Hornissen, die Bienenrüstung, übelst geil ist gegen die World of Flash. Du musst deinen Vogel wegmachen, ne? Oben musst X'en, dein Vogel. Wie X ich den? Oben einfach nur dein Icon mit dem Vogel anklicken, rechtsklick, dann müsstest du ein X'en. Ne, linksklick. Was? Nein! Boah. Ich krieg kein Dino mehr. Jetzt habe ich mein Dino geixt, verdammt. Okay, gleich, Lukas. Sieht geil aus. Wie viel Abwehr hast du? Jetzt? 15. Okay, dann ist deine andere echt viel besser. Wusste ich nicht. Aber im Ernst, soll man dann die Bienenrüstung so für die Biene so früh bekämpfen? Weil der Dschungel an sich eigentlich echt hart ist gegenüber den Boss, muss ich ehrlich sagen. Was meinst du? Ja. Also das ist ein bisschen schräg, glaube ich. Also ein bisschen seltsam gedacht. Ich glaube aber, ich bleibe bei meiner Mana-Rüstung. Ja, das ist, glaube ich, auch klüger.
kannst halt nur eine Biene beschwören, aber die Biene ist auf jeden Fall stärker als der Vogel. Warte, weißt du was? Ich glaube, wir können noch Armor Stance machen, Lukas. Ich glaube, dafür brauche ich bloß Mannequin kann man machen. Aber die haben sie vielleicht verändert, ne? Die sehen viel an. Jetzt kannst du sogar Accessoires anhängen, ne? Ja, dann geben wir den Bienenschwert. Weißt du noch, wie man die baut zufällig? Boah, keine Ahnung, Alter. Hast du Holz? Ich glaube, da braucht man ein Sägewerk. Hast du Holz? Nee. Dann soll ich kurz gucken, wie man den baut. Ich guck kurz ganz kurz nach. Ist ja kein. Ja, ich dachte echt, ich hätte Dschungelsporen gesammelt. Das ist echt komisch. Lukas, nächstes Mal, wenn du wieder mitspielst. Weil ich werde das, werde ich die nämlich off-cam ein bisschen farmen, weil. Terraria. Weil Dschungelspawn gibt's auch eine Waffe, die mich interessiert, dieser Boomerang. Was wollten wir jetzt nochmal nachgucken nach Armor Stand, genau. Manicure. Crafting. Man braucht bloß Wood und eine Säge. Eine Säge haben wir. Das heißt, ich muss so Holz sammeln. Hast du Holz? Ich bin zu faul zum Holzhacken. Mach uns mal beide eine so eine Statue, oder? Lukas? Ist das eine Kugel? Ich brauche ein feuriges Großschwert, ein Blutschlechter, Muramasa und eine Grasklinge. Wo soll ich unsere Equip denn da hinstellen? Wir brauchen extra Raum. Ja, das bauen wir irgendwann, aber ich meine vorerst. Aufs Dach. Okay, aber ganz kurz, ich mache noch schnell meine Pflanzen hier unten fertig. Weil mit denen können wir uns so viel später, können wir noch bauen. Was ich auch noch später abfarmen werde, obwohl, ja, ich werde auf jeden Fall nochmal Obsidian farmen müssen, ne? Ja. Weil Obsidian brauchen wir für die Höllenwaren. Hier in, Alter, wie schnell wächst das bitte gerade hier? Was ist jetzt bitte hier los? Das ganze Feld, ich ernst, und es wächst einfach hinter mir wieder voll. OP. Das war jetzt echt seltsam OP, Lukas. Hm. Ja, wo soll man die platzieren? Also aufs Dach meinst du vorerst, ne? Jo, aufs Dach. Ja, weißt du, was das Coole ist? Im Ernst ist, wir können einfach mal da Equip mit anbauen. Also hierhin, oder? Da auf die Glasplatten. Ah, ich hätte es jetzt so platziert einfach. Oder hier auf da halt. Ich habe da eine da hinten platziert. Dann platzieren wir die hier so. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich noch eine Rüstung habe überhaupt, die ich ablegen kann. Also eine, die, ich glaube, ich tu mal die Stahlrüstung, also die, nicht Stahl, ich tu mal die Obsidianrüstung dahin. Vorerst. Ach ja, ich habe noch ein Koboldschild für dich, ne? Das kannst du dir nehmen, ist in einer der Kisten drin. Geil. Und sogar noch eine magische Waffe hätte ich auch noch. Aber die haben sich echt verändert, diese Armor Stands, weil die hatte ich früher auf jeden Fall gehabt. Das bin ich mir sehr sicher. Aber die konntest du nie so ausrüsten, komplett mit allem. Selbst färben kann man das jetzt. Lukas, wie du vielleicht siehst. Das ging früher auf jeden Fall nicht. Da bin ich mir sogar sehr sicher. Das Koboldschild sieht eigentlich sau geil aus, ne? Das lasse ich verausgerüstet, ne? Sieht geil aus, guck her. Krass. Das lasse ich mal an. Das sieht gut aus. Zum Beispiel der Ballon sieht einfach nur nervig aus da. Yay, ich habe einen Ballon. Der sieht echt nervig aus, ne? Ich nehme mal das Koboldschild mit, ne?
Sollen wir dem auch Tools anrüsten, unser Mannequin später mal schon, oder? Wenn wir genug haben. Hast du nicht noch ein Bienenschwert? Ich hab's zugeworfen. Gehabt. Hier ist übrigens dein Kobaltschild, falls du es ausrüsten magst. Ey, das macht immun gegen Rückstoß und so. Ist halt übelst genial einfach nur. Also Leute, ich verabschiede mich schon mal. Ich weiß nicht, ob Lukas noch irgendwas sagt. Haut's rein und hört's in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt, jo ja, witzigen Terraria-Fenster draußen. Gibt's noch was, ich Lukas? Rüste dem jetzt noch kurz dieses Schwert aus. Hä, Schwert kann man auch ausrüsten? Nee, Schwert kann man nicht ausrüsten. Das wäre übelst geil. Ja, wäre halt geil gewesen, wenn er dann... Ja, aber hier die Accessoires kannst ausrüsten. Da, du kannst einfach mal ihm hier einen Ballon in die Hand geben. Oder ihm das Band in das Herz in die Hand geben. Oder du machst das so. Hey, meine Rüstung sieht ja mal geil aus mit dem Färbemittel. Guck mal meinen Kopf an. Das sieht geil aus. Als ob die sogar die Partikel einfärben. Siehst du, das ist die Partikel. Sind auch grün bei meinem Kopf. Geil. Muss ich mir merken. Aber ich bleib der Schleimkopf-Typ. Ja, also ich finde aber die Bienenrüstung, ehrlich gesagt, ein bisschen hässlich. Ja, man ist halt Biene Meier einfach. Aber das Schild ist geil, ne? Das Kobaltschild ist echt geil vorne. Hol dir halt. Ja, das mache ich irgendwann mal. Wahrscheinlich aufcammen irgendwann.